Herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Folge zu Uncharted 4 auf Trend 17TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir haben es geschafft, wir sind hier weitergekommen beim letzten Mal durch den Schlamm gerutscht. Und jetzt werden wir schon wieder verfolgt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir hier weiter müssen. Hoch geht, glaube ich, nicht. Hier kommen wir auch nicht durch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen hier, glaube ich, durch. Genau, und hier wahrscheinlich weiter. Genau. Oh, eine alte Bekannte. Da ist sie. Schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Wow, wow, wow. Was geht hier ab? Weg ist denn die Waffe? Oh, oh, das sieht nach einem Zweikampf aus. Nicht schon wieder. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davon ziehen lasse? Oder doch ein Dreikampf? Ach komm, Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Ach nö. Gott, verdammt. Los! Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihnen. Oh nein, das wird nichts. Mann, was ist das denn für ein Schwächling hier? Boah, krass. So, bloß da hoch. Ach Mann, das bricht aber auch alles ein hier. Das ist doch nicht zu fassen. So, ja, ich muss hier wieder irgendwie hoch. Hier rum. No, 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 mach nur. Wie soll ich denn da? Komme ich auch nicht hoch? Hier runter. Da runter. Da durch geht ja auch nicht. Ach da, okay. Alles morsch hier, der ganze Rotz. Ui. Hoffentlich ist er nicht tot. Scheinbar schon. Die hat den kalt gemacht. Oh, oh. Nun, Mensch. Wieso bewegst du dich denn nicht? Du mach doch. Da kommt er nicht durch. Ja. Oh, oh. Ah, immer diese blöden Szenen auf Zeit. Was soll denn der Quatsch hier? So, nun, mach doch. Mein Gott. Oh. Alles morsch hier. Nun, mach doch weiter. Worauf wartet der denn hier? Also, nun spring. Hallo, spring. Ist doch kein Wunder, wenn der gleich tot ist da. So, mach. Nun mach. So, jetzt rein da und hau ihr was am Latz hier. Jawoll. Alles morsch. In den ganzen Spiel, jedes Haus ist morsch hier. Alles kaputt. Und zwei Schwächlinge gegen eine Frau. Knall sie ab, Mensch. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Oh, der Rafe. Oh, 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 oh.
Da ist er. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Drück einfach ab, Mensch. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Es ist ihm doch wurscht. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir Rafe keine Sorgen, ist das wurscht. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Sag ich doch, dass ihm das wurscht ist. Auch. Von mir aus, keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Nate! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt. Hm? Hey, komm schon mal. Du hast uns noch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gib's uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich habe mein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sie ist doch ein Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Wow, was für eine Action hier. Krass. Oh mein Gott.
War alles nur Nate. Eine Lüge, ja. Hey, Nate! Ich glaube, wir machen jetzt einen Zeitsprung. Genau. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Oh, wir müssen irgendwo einbrechen. Und da wären wir. Die Drake-Brüder, Kapitel 16. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Ach, das heißt, ich muss einen Weg hineinfinden. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Oh, nee. Der direkte Weg ist eigentlich immer die Tür. Ach ja. Da komme ich auch nirgendwo hoch. Wo ist denn jetzt wieder abgeblieben, der Sack? Irgendwie hier so seitlich. Da kommt er nicht doch. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Da ist er. Ach so, ja, über die Garage. Ah, er muss mich okay, hochziehen. Gib mir deine Hand. Okay, gut gemacht. So hoch kann ich nicht springen. Ah ja, wir sind ja auch ziemlich... ziemlich lütsch noch. Das ist natürlich nicht so einfach. Aufs Vordach. Hier, das kann folge er. Mir. Ja, folge mir. Du bist lustig. Er könnte da ranspringen, ne? Jawohl. Aber höher geht, glaube ich, nicht. Nee. Kann er da? Doch, da kann er sich festhalten. Alles klar. Okay. Rein in die Butze. So. Komm, Nathan. Nun mach hin da. Bist du lange überlegen? Geht er da nicht rein? Sag mal, bist du zu blöd im Fenster? So, wollte gerade sagen. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Nice von dir. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Da ist was. Hier drin ist nichts. Das ist aber eigentlich nicht unsere Art, hier irgendwo einzubrechen. Da ist noch eine Kiste. Nein. Auch nichts. Ich würde ja den Kartondeckel wieder raufmachen, mein Lieber. Da ist was.
Okay. Kann ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Da kommen wir nicht raus. Ja, das geht. Oh, hier geht's weiter. Ab nach unten. Gehen wir mal nach unten. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir das gefunden haben. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Okay. Oh, da kann man auch rein. Oh, mit der Taschenlampe, das ist doch viel zu hell. Wenn jetzt jemand von draußen rein lugt, der sieht das doch. Oh, voll gegen die Fensterscheiben hier am. Da ist was. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Alles Liebe. Dad. Hey. Erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Ja, sonst sehe ich hier auch nichts. Da ist noch was. Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das, richtig? Richtig. Da kommen wir auch durch. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Whoops. Und zusammen. Mega laut. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Da steigt gleich eine Mumie raus. Tja, finden wir es heraus. Hey, wow, was für ein großes, was für ein großes Haus. Klar, mit Mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt. Lieber nicht. Und da ist noch was. Ein Schatz. Wow. Da kommen wir nicht rein. Okay. Hat sich gelohnt, der Weg nach oben, auch wenn es nur ein kleines Flugzeug ist. Da ist nix. Da ist noch was. Kanopen. Cool. Ah, das war jetzt auch nicht so. Oh, hier ist noch was. Hey, erkennst du das? Ich... Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Was suchen wir hier denn jetzt eigentlich? Mein Gott. Ich denke mal, wir müssen runter weiter, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende bestimmt die... Da ist noch eine Kiste. Die Alarmanlage losgeht und wir dann fliehen müssen.
Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, es ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin da, kommen wir durch. Schon immer. Hier ist sonst nichts mehr. Das heißt, hier kann man noch. Wow, was für ein wahnsinniges Level-Design. Ne? Ich bin immer wieder angetan von diesem. Was muss das für eine Arbeit gewesen sein? So viel verschiedene Räume und so viel Details hier überall. Naughty Dog ist schon spitze, da kann man nichts sagen. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm! Nicht schlecht. So, jetzt sind wir, glaube ich, in der Küche. Was heißt, glaube ich, ganz bestimmt sind wir sogar in der Küche. Dass das keiner merkt. Wir sind ja schon an der Haustür jetzt. Schöner, großer, alter Globus. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Die Musik ist auch so schön. Da haben wir noch eine Statue. Hey, sieh mal. Was ist heiß da drin? So, haben wir noch was? Fruchtbarkeitstotems. Fruchtbarkeitstotems. Bist du nicht etwas zu oh, alt was für diesen Witz? Wollte ich auch gerade sagen. Wow, dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Wow, was für ein Riesenhaus. Das Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Eine Turnierrüstung. Französisch. Total schön, das Haus. Aber hier haben wir, glaube ich, schon alles gesehen jetzt, oder? Das ist ja so riesig. Da ist noch was. Eine halb verbrannte Notiz. Was davon übrig ist? Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchten sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Das würde ich auch machen, wenn ich irgendwo einbreche, mit der Taschenlampe ins Fenster reinleuchte, damit das möglichst auch jeder sieht. So, da ist Samurai. Noch Samurai! Kennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das ein altes Grammophon. Kannst du dir vorstellen, cool, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Cool. Etwas das Leben wir in mal an. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo? Ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Oh, hier war schon länger niemand mehr. Alles voll alter Post. Haben wir die schon? Mal gucken. Ach, deswegen lässt er die, glaube ich, immer auf, dass man weiß, da ist doch was. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt.
So, und unsere Erkundungsreise setzen wir beim nächsten Mal fort, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euer Interesse und dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst doch einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ihr Lieben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.